Hallo, ich bin's wieder, Steve von der Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg. Bei mir ist die Mona, ebenfalls Interessengemeinschaft Elektromobilität Brandenburg. Und die Mona hat sich ein neues Auto gekauft. Und ob es ein Diesel ist oder was auch immer, das erfahrt ihr nach dem Intro. Viel Spaß! Ich habe mir den Fiat 500 gekauft. Ich fuhr die ganze Zeit einen Renault Twizy. Den habe ich auch noch in meinem Bestand. Da ist dann so für die weltliche Gegend, wo man da durch die Gegend fahren kann. Und da habe ich mir gesagt, jetzt brauche ich noch ein anderes Auto, weil mein Arbeitsplatz ist ja verlegt worden und habe jetzt nochmal 20 Kilometer weiter zu fahren. Und da kam die Gelegenheit bei unserer letzten Veranstaltung in Kleinmachnow. Tag der Elektromobilität in Kleinmachnow, ne? Ja, Tag der Elektromobilität in Kleinmachnow. Entschuldigung, das hatte ich vergessen. Alles gut. Ne? Und da hatte ich dieses Auto gesehen von einem, auch aus unserer Gruppe. Der hatte ein rotes mit und dieses schwarze. Und ich hatte ihn gefragt, was es so kostet, ob wir im Preis noch was machen können. Und er war gleich hellauf begeistert und bin dann am Sonntag, sondern bei unserer Veranstaltung in Kleinmachnow. Und Sonntag bin ich dann nach Hohenschönhausen gefahren zu dieser Quality Car, so wie es hier auf mein Auto auch drauf ist, die Werbung. Und habe mir die Modelle alle angeschaut und mir hatte ja eigentlich der Himmelblaue so gefallen. Das Problem war nur, es gab nur einen einzigen, der eine weiße Innenausstattung hatte und das war dieses Modell. Ich zeige dir gleich nochmal ein paar Bilder. Ich blende hier so ein bisschen mit ein, damit, so dass man eben diese weiße Innenausstattung sehen kann, die wirklich schön ist. Das ist ein Vor-Facelift-Modell, ne? Mhm. Der hat noch diesen Docking-Connector da für das Navigationssystem. Aber ist wirklich eine schöne Innenausstattung. Der hat auch Shift by Wire, also man stellt die Fahrgänge mittels Druckknopf ein. Und ansonsten auch weiße Ledersitze. Ne? Ja, klassisches Design, wie man von 500 kennt. Was ist das jetzt, Benziner, Diesel? Es ist ein Elektroauto, 100% elektrisch. Hast du nicht gesagt? Es ist nämlich ein 500e. Oder auch 500 California genannt, ja, ne? genau. Weil der nämlich eigentlich nur für den kalifornischen Markt produziert wird, um dort die Emissionsgrenzwerte so ein bisschen einzuhalten genau. Und sowas. Ne? Und die werden quasi nach Deutschland oder nach Europa importiert, unter anderem über die Firma Global Quality Cars. In Kleinmachnow habe ich tatsächlich schon ein Video gemacht, das verlinke ich mal, ich glaube, dann ist es da oben, da oder da, irgendwo da. Ich bin noch ein bisschen schwierig mit dem Seitenverkehr. Verlinke ich auf jeden Fall, könnt ihr euch mal angucken, ist auch sehr sehenswert. Und wie viele Kilometer hast du jetzt schon runtergerissen? Also ich glaube, ich müsste jetzt, warte mal, bei 27.000 und ein paar habe ich gekauft und jetzt komme ich schon knapp an die 30.000 dran in der kurzen Zeit. In einem Monat oder so? Ja. Ja, durch den weiten Arbeitsweg. Das sind ja jeden Tag 110 Kilometer und das, also hin und das zurück. Das geht doch natürlich gar nicht elektrisch. Das funktioniert. Nein, das geht ja gar nicht. Nein, ich habe solche Reichweitenangst jedes Mal, wenn ich nach Berlin fahre. Also ich schwitze immer. Ich komme in Berlin total verschwitzt an, muss dort erstmal unter die Dusche gehen und meine Kunden erst später betreuen. Ne? Ja. Ja, also es ist. Oh, ich sehe gerade, Sitzheizung hast du auch. Ist ja genial. Ja. Ich habe Sitzheizung. Ich habe automatische Fensterheber hoch und runter. Dann hat man hier diese ganze Tempomat-Geschichte. Mhm. Ne? Man kann hier hinten laut und leise für Autos, also für Radio und alles bedienen an dem Griff. Und auf der linken Seite ist alles, was das Telefon betrifft. Also wenn ich jetzt hier drauf drücke, könnte ich jetzt meinen Mann oder dich anrufen. Das war zum Glück, ging das alles zu koppeln mit dem Auto, obwohl alles hier in Englisch ist. Ja, das muss man natürlich dazu sagen, es ist hier gut, nichts in ist halt ein importiertes Auto. Genau. Ne? Auch die Türgriffe sehen wirklich wahnsinnig toll aus. Die haben halt so wirklich eine sehr klassische Anmutung und so. Ne? Also der 500 ist echt ein schönes Auto. Was heißt, jetzt soll ein Facelift rauskommen, dann soll auch regulär ein elektrisches nach Europa kommen. Wir lassen uns mal überraschen. Ansonsten ist der 500, so wie er hier ist, ein echt wirklich wunderschönes Auto. Ich finde total toll diese Armlehnen. Für jeden Sitz, wo ich hier schon so halb drauf rumlümmel.
Ja, und jetzt erzähl doch mal, also der hatte was, 26.000, 27.000? 27.000 und ein paar Kilometer hatte er runter, ne? Dürfen wir fragen, was du so roundabout jetzt bezahlt hast für den? Also ich habe ihn gekauft für 15.500. Man kriegt sie ab 13.000 schon, je nach Alter, ne? Und je nach Kilometer. Ausstattung und so, ne? Ne, genau, weil das ist ja noch, wie gesagt, ohne den Facelift, ne? Ja. Und das Teil gehört ja hier oben drauf, das habe ich hinter mir liegen. Da ist ein Navigationssystem, ist auch gekoppelt mit dem Telefon. Ne? Und ich habe aber einen Deal mit denen getroffen, mit der Firma, weil mir die Werbung so schön gefallen hat. Ich wollte die nicht abmachen, dass ich ein Jahr mit der Werbung noch fahre und habe dafür 1.000 Euro Erlass bekommen. Also habe ich 14.500 bezahlt. 14.500 für ein gebrauchtes E-Fahrzeug, was 27.000 Kilometer gerade mal runter hat. Und hat 31.000 Dollar gekostet. Und hat mal 31.000 Dollar gekostet. Gibt es da noch eine Garantie auf den Akku? Ein Jahr. Nee, denn nicht auf Akku, auf das gesamte. Also, klar, weil es vom Händler ist, ein genau, Jahr. Genau, ein Jahr aber gewährleisten. Aber von Fiat noch irgendwas? Nein, das ist alles abgelaufen. Das ist alles abgelaufen. Wie alt ist der Wagen? Welches Baujahr? 2015 ist er. 2015. Mhm. Aber ist doch mal ein wirklich fairer Preis, oder? Also 14.000 für 27.000 Kilometer. Das muss man echt sagen. Jahre. Also, muss man halt mal machen, ist mal eine Hausnummer. Genau. Wie weit kommst du jetzt so im täglichen Leben mit dem Wagen? Naja, ich habe ja nur gestern auch mal getestet. Ne? Also ich bin ja 130 Kilometer ungefähr gefahren. Ne? Das stimmt ja gar nicht, muss ein bisschen mehr gewesen sein. Ich habe einmal kurz nachgeladen, 20 Kilometer an der Vattenfallsäule am 17. Juni. Bei eurer Ladeparty. Ja, ja, genau. Ich krieg mal Bilder ein. Ja, ja, an der Popcornmaschine. Und also ich schätze, das ist sehr, sehr sparsam im Verbrauch, muss ich wirklich sagen. Also bis der irgendwann runtergeht von den Kilometern, also ich schätze, bei guter Fahrweise kann man 200 Kilometer schaffen. Okay. Nicht, wenn man natürlich durchwegen 80 oder 90 oder 100 fährt, ja. Aber so Stadtfahrweise ist ja sehr, sehr sparsam. Überhaupt generell sehr sparsam. Man sieht das ja hier auch an diesem Display. Aber auch spritzig genug. Also der ganz geht gut. Spritzig. Oh, der dreht leider die Räder durch, wenn man einmal auf die Bremse. Also, ist der ist frontgetrieben oder? Ja. Ja? Mhm. Na ja, gut, dann zieht er natürlich nach vorne. Dann hat er vorne. Du kannst ja hier auch mit dem ESC off, ne? Ja, da kann man das auch noch verändern. Aber da bin ich mir ist noch ein bisschen neu alles. Ja, gut, aber da findet man sich rein. Ja. Aber ansonsten macht dir Spaß, dass du den Kauf bereust du nicht. Nie im Leben, nicht ein. Ich bin einen Tag hin, gleich nächsten Tag am Sonntag gekauft. So, dein Mann ist noch glücklich mit seinem Tesla Model S. Ja. Ja, er hat einen neuen bestellt, ne? Ja, der kommt nächsten Monat. Dann müssen wir uns auch nochmal unterhalten. Ja. Dann werden wir auch nochmal einen Rundgang machen. Was mir an dem Auto so schön hier auch gefällt, er hat eine riesen Ladefläche. Wir haben ja nur heute hier die große Veranstaltung. Alles liegt hier drinnen, vom Roller angefangen über. Darf ich es mal zeigen, so ein das bisschen? Das ganze Equipment, was wir dann immer so mitschleppen. Also es sieht jetzt ein bisschen liederlich hier aus. Aber man sieht schon, also wenn die Rücksitze umgeklappt sind, dann ist hier echt viel Platz. Ne? Ja. Also ich kann hier mal den Arm nach hinten strecken. No? Ne? Also ich komme nicht mal ansatzweise an die Heckklappe ran. Ja. Das ist schon. Also das ist ein schöner Vorteil jetzt, weil wir, auch wenn wir mit unseren EV-Autos fahren, mal andere nehmen, immer je nach dem Klientel, wo wir sind, ne? Dann kann ich immer bloß mit Tesla. Tesla sind ja meistens genug da. Ne? Ohne Frage. Haben wir heute gesagt, nehmen wir mal den BMW. Du willst auch nicht immer dieses Riesenschiff nehmen. Nee, will ich auch nicht. Ich habe gesagt, kannst du mir fahren mit meinem heute. Und den Twizy kennen ja nun mittlerweile auch schon viele und deswegen habe ich gesagt, wir fahren heute mal mit dem hier. Ne? Der ist ja tatsächlich noch ein Exot, aber aber ist schön. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mal so einen kleinen Einblick gegeben hast. Gibt es noch irgendwelche Besonderheiten? Hat er einen Namen? Meine Knutschkugel. Bei mir heißt sie Knutschkugel 1, Knutschkugel 2. Das ist ja auch eine kleine Knutschkugel. Und vor allen Dingen, man sitzt schön drin, man kann die Sitze schön weit hinten schieben. Ich habe nur bloß die durch die Rücksitzbank runter, ist alles schneeweiß auch hinten. Ne? Und ich hatte ja gestern sogar noch einen Gast hier drinnen, nämlich eine tolle große Spinne während des Fahrens. Aber ich habe sie heute erlebt. Ja, die hat sich schon wohlgefühlt in meinem Auto. Hat dir auch gefallen. War schön warm hier drin. Ja, vielen Dank, Mona. Ja, bitte. Und ich drehe noch so ein bisschen den Innenraum und außen rum ums Auto und zeige euch das noch ein bisschen. Wenn euch ein 500e oder 500 California interessiert, dann schaut unbedingt mal im Internet. Es gibt einige, die den importieren, ne? Unter anderem aber auch hier die Global Quality Cars. Sonst so die Kommunikation mit denen kannst du empfehlen? Mit dem Herrn Speer, den Arthur Speer, das ist wirklich gut. Also wenn ich was habe, schreibe ich ihm, ne? Der antwortet. Dauert immer weileweise sehr viel, also auch unterwegs sind und Autos einkaufen, ne? Aber in Hohenschönhausen, in der Ferdinand-Schulze-Straße stehen die Autos alle. Man kann sie hinter dem Zaun sehen und man kann immer anrufen, kannst du die Telefonnummer dann einblenden. Die machen auch am Sonntag Termine zum Anschauen. Ah, okay. Ja, und die, wie gesagt, ich hatte ja
Sonnabend auf der Veranstaltung. Sonntag war ich mir die ganzen Modelle angeschaut und am Montag bin ich dann bezahlen gegangen. Na denn, wünsche ich dir weiterhin noch viel Spaß. Ach, noch was vergessen. Versicherung ist ganz billig. Ach so, ja. Ja, ist, 200 was? Euro paar Pfennige im Jahr, Vollkasko. Bei welcher Schadensfreiheitsklasse? Oh, ich bin ja relativ un 25 oder 30 jetzt mittlerweile. Aber ist schon... Und Steuern kostet dann nach 4 Jahren, weil das ja schon zugelassen war, das Auto, ich glaube 55 Euro Steuern im Jahr. Nach den 10 Jahren dann, ja, insgesamt. Ne? Also ist ja... Pipifax. Pipifax ist ja nichts, ne? Ja. Ja. Ich bin sehr also schön. Zufrieden mit meiner kleinen jüdischen Blutkuh. Und sehr, sehr interessant, dafür, dass ein schwarz, weiß unten ist, ist ein schwarzer Himmel. Das Orangen, ne? Hier, das hatte mir so gut gefallen. Und die Streifen hier, ne, also hier irgendwo war noch, hier, das Orangen hier an den Seiten. Ja. Und das Schöne ist bei dem Auto, der hat sogar versteckte Fächer noch. Okay. Als ich den Boden sauber gemacht habe, habe ich die Bodenmatten nochmal rausgenommen. Und unter den Bodenmatten hier hinten sind nochmal Fächer im Boden drin. Ah, okay. Also total cool. Da kannst du zum Beispiel mal was verstauen, weil keiner weiß, dass unter der Fußmatte noch Fächer sind. Ne? Mhm. Also wenn man jetzt mal schnell einkaufen geht, sagt, okay, den Schlüssel schickt man da unten rein. Ne? Also muss ich sagen, ist gut. Und auch mit den ganzen Sachen hier. Der hat hier vorne auch echt extrem viel Platz. Ne? Ja, ja. Ja. Die große Dings dort, dann hast du die ganzen Augs-Dings. Mhm. Ne? Ja. Ja, ist wirklich schön. Und hinten hast du dann noch, kann ich dir noch zeigen, wenn du hinten unterm Kofferraum das aufmachst, da liegt das ganze Ladezeug drin. Das habe ich schon in dem anderen Video gesehen. Ach, hast du schon da gesehen? Die zeigt mir, okay, den doppelten Boden, genau, wo die ganzen Ladekabel drin, genau, liegen. Genau. Das ist das auch noch, was ich sagen, ja, muss. Ja, also man sagt ja immer, ne, der Akku nimmt so viel Platz weg, aber für so ein kleines Auto. Mhm. Und dann trotzdem noch überall Staufächer. Man könnte ja noch oben einen Dachgepäckträger drauf machen. Auch noch? Ja. Also wie gesagt, noch überall Staufächer. Dann Dachlast hat er eine eingetragene. Und ich komme 200 Kilometer, ganz im Ernst, als City-Flitzer, was willst du mehr? Also 150, sagen wir mal, Realität. Aber wenn du gut fährst, schafft er wirklich 200. Vielleicht schafft er sogar mehr. Weil ich ja nicht nur eine Stadt fahre. Ich fahre ja nur immer über Land zur Arbeit. Ne? Und deswegen, ich kann es ja selber noch gar nicht sagen. Weil ich habe ihn ja einmal... Also ich weiß... Wie funktioniert es eigentlich mit der Rekuperation? Natürlich, wenn du den Fuß wegnimmst, ist ja beim Renault Twizy, der rekuperiert er ja schon. Das macht der Fiat 500 nicht. Der segelt quasi. Der segelt, genau. Und nur wenn du die Bremse betätigst immer. Du musst eben, bei dem Auto muss man das lernen, mit der Bremse zu arbeiten, ein bisschen mal. Gut, wäre für mich jetzt nicht problematisch, weil ich kann nicht One-Pedal-Driving, sage ich ganz ehrlich. Ne, bei mir im Ioniq habe ich eigentlich immer auf Null die Reku, Segel, und mache den Rest dann mit der Bremse, respektive dann mit diesen Schaltpedals am Lenkrad. Ja. Die hast du jetzt hier nicht. Okay, man muss dann halt leicht im Gefühl haben, wie leicht betätigt man die Bremse, dass man dann rekuperiert und noch nicht die mechanische Bremse benutzt. Genau, ne? genau. Also das macht da sehr, sehr gut, muss ich sagen. Musste mich ja auch erstmal hier an diese blauen Lichter, die gehen dann in Blau hier über, wenn du rekuperierst. Ne? Ja. Aber er rekuperiert eben nicht so, wie ich schon gewöhnt war. Aber jedes Auto ist anders, jedes hat seine Vorteile. Also ich habe ja gar keine Nachteile, außer die App, die man in Deutschland noch leider nicht nutzen kann, weil das Auto halt einfach nur auf dem amerikanischen Markt. Genau. Das ist echt ein bisschen schade, wo du sagst, naja, eigentlich eine App. Man braucht ja unbedingt diese regionale Beschränkung. Naja, da könnte ich immer sehen, wie weit ist er im Laden. Selbst wenn sie auf Englisch wäre, wäre egal. Aber du kannst ja dann trotzdem die Reichweite sehen, ne? Oder beim Laden und sowas. Ist ein bisschen schade. Naja, gut. Was noch gut ist, also du kannst ja von Typ 1 hat er ja zu Schuko. Und dann habe ich noch von Typ 1 auf Typ 2. Ja. Und da lädt er schneller. Ne? Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man in der Stadt ist und unterwegs ist, lädst du mal ein paar Kilometer nach, wie gestern an einer Wattenfall. Aber man muss dazu sagen, er ist nicht schnellladefähig. Nein, das ist er nicht, nein. Weil er hat kein CCS oder sowas, er hat den Typ 1, den US-Standard, aber bei dem relativ kleinen Akku und als City-Filzer bilde ich mir jetzt ein, dafür braucht man es nicht. Ne? Günther Schuh von Ego sagt ja auch, man braucht es nicht. Und ganz im Ernst, bei dem Preis... Da hole ich mir lieber einen gebrauchten 500er als so ein Ego. Ja. Aber das ist meine persönliche Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr mehr von uns sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal. Das geht dann jetzt hier unten irgendwo. Da steht dann Abonnieren. Und wenn ihr benachrichtigt werden wollt über jedes neue Video, dann klickt ihr danach gleich noch die Glocke daneben. Und wenn ihr Fragen habt, was jetzt den Fiat betrifft, könnt ihr auch mich kontaktieren über dich, ne? Oder über YouTube, genau. Über YouTube einfach eine Nachricht schreiben oder in den Kommentaren unten fleißig kommentieren. Und wir geben das dann weiter innerhalb der Interessengemeinschaft. Genau. Und wenn euch das gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao. Bingo.